JD-Film zeigt. Hirschäcker-Uhren von Peter Münzer. Die Stadeluhr beim Fugger Scherlippauer in Hirschäck. Peter Münzer hat aus verschiedenen alten landwirtschaftlichen Maschinen die Zahnräder ausgebaut und damit seine erste Uhr mit Schlagwerk gebaut. Da auch die Stadeluhr gewartet werden muss, sehen wir sie jetzt in seiner Werkstätte. Das ist recht viel Fall. Ja, das ist fast gut. Peter Münzer erklärt uns sein Uhrwerk. Ja, die Zahnräder, die habe ich von alten Landmaschinen aus. Und da habe ich noch einen Zahn gebaut als Uhrwerk. Und die passenden Radl, weil die Übersetzung nicht passt, haben die alle müssen ein Radl dazu machen, dass die Übersetzung zusammengebracht habe. Und so ist das jetzt mein Hobby. Hobby waren, so Uhr machen. Und da bin ich auf den Hobbyheim und probieren, Holzuhren machen. Und jetzt tue ich Holzuhren machen. Das ist mein Zeitvertreib. Die Zeit, die Stunde soll das sein. Und nachher, jede Stunde fällt der Zahn weiter rüber. Der da. Und da hebst du das Heer auf, wenn du Schlag auf, dann hebst du das hoch. Jetzt müssen wir einschalten. Das funktioniert jetzt nicht, was nicht passt. Ja, das ist ein Schlagwerk und da kommt nachher. Kommt nachher das drauf da und da stellt nachher die Zeit ein. Auf fällt der Obi und fällt jetzt 4 Stunden. Und dann, wenn die Stunde weitergeht, dann kommt die 5. Stunde, dann fällt er bis daher der Hebel. Dann nimmst du da einen Zahn mehr. Ja, und so bis 12 ist es ganz oben. Ist da oben. Und nachher, wenn 12 ist, fällt der Hagel ganz da rein, auf der 12 Uhr. Und dann, auf den 1 Uhr ist, auf geht er da rauf und dann nimmt er wieder einen Zahn. Und nachher, bei der 2. Stunde, fällt er auf da rauf. Ich weiß nicht, das dreht sich mit dem Zeiger mit. Das ist die Schnecke, heißt das normal. Ja, und das ist der ganze Zauber da. Ja, und da, ich muss das irgendwo weiter treiben, ich kann jetzt nicht fortsagen. Dass er mal einschaltet. Da muss ich irgendwo antreiben, weil ich das geht nicht. Das ist Spaß. Geht. Das wird richtig eingestellt. Dass das weiter geht. Ich kann nicht machen, das. Weil ich kein Gewicht drauf. Und wenn man sie aufhängt, dann sieht man das besser. Ja. So, und das ist jetzt 3 Uhr. Und nachher schaltet er wieder weiter, fällt der Hebel bis zum 4er her. Dann zählt es da herauf. Und wenn der wieder da unten anfällt, fällt der wieder dazu, dann geht die Uhr weiter und dann geht es bis zum 5er her.
Da lernt sie mit der Stunde mit, das Ganze mit den Zager da. Mhm. Und so passen die Stunden da. Die Schnur, die geht immer so um den Grad, oder wie? Ja. Und saubert aus, noch wie? Das ist gerade da, ja. Das ist gerade da, ja. So, das ist gerade da, ja. Ja, was soll ich nicht so auszogen, oder? Ja, was soll ich sagen? Die Stadeluhr schlägt die Halm und die vollen Stunden. Je Wetter kann man das Schlagen der Uhr kilometerweit hören. Das Zifferblatt wird wieder aufgesetzt.
7 Uhr. Die Zeiger montiert. Die Stadeluhr wird mit einer Winde aufgezogen, das Zuggewicht der Uhr hat ca. 30 Kilogramm. Hier seine zweite Eisenuhr. Die ist im Stallbereich aufgebaut. Das ist die erste Holzuhr, die Peter Münzer gebaut hat. Es folgten weitere Holzuhren. Es wird keine Uhr zweimal gebaut. Unter JD-Film auf YouTube. Hirschecker Holzuhren von Peter Münzer sehen Sie die gesamten Holzuhren.